Hallo, hier ist wieder Ravioli mit einem neuen Produkttest zu der Aufnahme unserer Videos. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit Madcow. Hi, ne? Hi. Ich hab dir was Schönes mitgebracht. Und zwar die HD Wind TV HD PVR. Okay. Wenn ich diesen Produktnamen auch auf die Reihe krieg. Ja, das zeigen wir euch jetzt im kleinen Video. Ja, und der Madcow zeigt euch jetzt gleich mal die Anschlussmöglichkeiten und was das Teil alles so Gutes kann. In der Welt des HD TV. Bis gleich. Bis gleich. Das ist der HD-Rekorder, das ganze Stück, mit seinen ganzen Anschlussmöglichkeiten. Dazu kommen wir jetzt gleich. Fangen wir vorne an mit den SD-Möglichkeiten. Stereo, Cinch-Eingang, Cinch-Video-Eingang und S-Video-Eingang. Hier haben wir einen Infrarot-Empfänger für die Fernbedienung, die mit beigeliefert ist. Das ist die hier. Dazu gehört dann auch noch, da kommen wir gleich dazu, noch ein weiteres Kabel, dann in einen Ausschalter. Weil muss man ja auch einen ausschalten können, das Gerät. Dann viel wichtiger ist die Rückseite. Da haben wir zum einen die Komponenteneingänge für unser HD-Signal, also ne, für JUF und dann auch Cinch-Stereo-Eingang. Dann dasselbe, weil das sehr schön an dem Gerät ist, ihr schleift das Signal durch, ihr gebt es hier rein und ihr kriegt ein Komponentensignal auch gleichzeitig wieder raus. Das heißt, ihr müsst nicht das Kabel selber durchschleifen, sondern ihr geht einfach hier mit dem beigelieferten Kabel, geht ihr wieder an den Fernseher. Also hier kommt ihr mit eurer Wii, eurer 360, eurer PS3 oder eurem DVD, was auch immer, kommt ihr da rein und hier an den Fernseher. Dann habt ihr noch einen optischen Ausgang und Eingang, um auch 5:1 Audiosignale aufzeichnen zu können. Hier wird der IR-Blaster eingesteckt, dann noch ein USB-2-Anschluss und der die 5-Volt-Stromversorgung. So, dann jetzt zum Zubehör. Wie schon erwähnt, Anschlussmöglichkeiten an den Fernseher sind über das Komponentenkabel, 1,8 Meter insgesamt in der Länge, etwas steif und es ist ein Flachbanddesign, das heißt, nimmt ein bisschen Platz weg, aber das macht nichts. Ihr könnt euch die einzelnen Adern rausziehen. Dann könnt ihr das flexibler verbinden. Angeschlossen wird es, wie gesagt, hier oben an den Out. Da geht ihr dann halt einfach vor. Jetzt stelle ich mich nicht blöd dumm an. Geht ihr einfach dann über, wie man es halt mit Cinch einsteckt. Geht ihr einfach der Reihe durch, steckt an. Die sind einzeln markiert. Also das ist ein Videokabel, Videorot und das ist Audiorot. Also könnt ihr die auch nicht verwechseln. War. So, das tun wir zur Seite. So, dann wie schon mal erwähnt, die NEA-Blaster. Das ist ein Feature, was viele Hauptauge-Geräte bieten, dass man über diesen NEA-Blaster, den schließt man hier an und da ist ein kleiner Sender, Infrarotsender, den bringt man in die Nähe von einem Videorekorder oder Satellitenreceiver oder ähnlichen an und dann könnt ihr über die mitgelieferte Fernbedienung. Und der mitgelieferten Fernbedienung sind auch Batterien mitgeliefert, das ist auch immer sehr schön. Könnt ihr nämlich dann den Videorekorder, die einzelnen Kanäle durchschalten, so dass ihr nicht eine weitere Fernbedienung nehmen könnt, sondern das alles mit einer macht. Gut. Dann, USB-2-Anschluss, auch mitgeliefert. Ist auch heutzutage kein Standard mehr unbedingt, wenn man sich mit Drucker anguckt. USB-2-Kabel, 1, der Knoten ist nicht mitgeliefert, den müsst ihr euch selber machen. 1,5 Meter in der Länge. Vielleicht etwas kurz, wenn man den Rechner nicht unbedingt in der Nähe des Fernsehers hat, dann müsst ihr darauf achten, wenn ihr Verlängerungen nehmt, dass ihr am besten eine nicht zu lange Verlängerung oder eine mit einem eingebauten Repeater. Geben wir euch vielleicht einen Link in den Shownotes. Wird wie gesagt hier angeschlossen mit einem USB-B-Anschluss hier und dann eben am Rechnerseite oder Mac oder was auch immer kommt es dann an den Rechner. Gut. So. 5 Volt Stromversorgung, weil heutzutage braucht alles Strom. Steckernetzteil mit kleinen Steckerverbund an der Steckdosenseite und dann eben einfach hier das Ganze rein. Gut. Das Ganze braucht natürlich auch irgendwie Software. Die ist natürlich auch mitgeliefert mit einer DVD und einer kleinen Anleitung, wie ihr das Ganze anzuschließen habt in mehreren Sprachen. Ich glaube, ist es mehrsprachig. Nein, ist nur Deutsch. Aber wir können ja alle Deutsch zum Glück. Sonst würdet ihr mich nicht verstehen. Okay, empfehlenswert ist allerdings, wenn ihr die installiert habt, dass ihr auch die Software updatet, damit ihr zusätzliche Features bekommt. Und jetzt noch kurz, damit ihr seht, was ihr eigentlich anschließt. Jetzt haben wir hier zum Beispiel der Xbox 360 mitgelieferte Anschlusskabel. Dann geht ihr dann einfach mit dem Komponentenkabel da
dann daher und geht in den Inneneingang. Zack. Und dann eben Audio hier seid. Und dann habt ihr das dann auch schon angeschlossen. Und das mitgelieferte andere Kabel schließt ihr oben an. Und ja, dann könnt ihr dann auch dann damit schon loslegen. Okay, gut. Das Spiel könnt ihr vorne machen, aber das wisst ihr ja schon, da muss ich jetzt nichts groß zu erzählen. Vielleicht noch was erwähnenswert ist, ist, dass ausgerechnet das steife Kabel oben ist und man eher die Eingänge öfters mit durchschaltet, wenn ihr zwischen PS3, 360 oder Wii umstellt, dass ihr immer, dass oben das Kabel belegt euch etwas den Platz, um hier gut zu hantieren. Das hätte man vielleicht auch anders machen können, aber man kann sich über Switcher etc. damit auch behelfen. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu der Software. Die zeigen wir euch in einem anderen kleinen Video und dann seht ihr mich schon den RIP noch in einem kleinen Fazit. Das ist das Total Media Extreme Center von Arcsoft, was der Hardware mitgeliefert wurde. Ihr habt dort mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ihr könnt, wie gesagt, Videos aufzeichnen, abspielen, DVDs erstellen oder auch konvertieren. Das ist das Capture-Modul. Das ist das Hauptbestandteil, was ihr eigentlich benötigt, um die Videos aufzeichnen zu können. Ihr habt dort verschiedene Auswahlmöglichkeiten, voreingestellte Formate für die PlayStation 3, Xbox 360 und ein AVC-HD-Format. Hier ist dann noch der Konverter, mit dem könnt ihr euch die Endprodukte noch in passendere Formate zuschneiden, für iPod, Zune etc. Weitere Features könnt ihr natürlich selber erproben, die zahlreich sind, und damit jetzt auf ins Fazit. Das Ding ist nicht ganz perfekt. Es ist nahezu perfekt, aber es ist nicht ganz perfekt. Wir sind aber mit dem Gerät sehr zufrieden. Ja, also HD-Aufnahmen laufen damit wirklich sehr gut. Die Wiedergabe läuft auch super, aber die Bearbeitung oder Weiterbearbeitung der Videos ist nicht ganz so einfach, sondern es liegt an dem Codec. Ja, das ist so ein AVC-HD-Codec, der ist ein bisschen nicht rechnerfreundlich beim Videoschnitt. Also da seid ihr gut beraten, wenn ihr eure HD-Aufnahmen zuvor in den HDV oder DV, je nachdem wie ihr es halt haben wollt, Format umkodiert, und dann könnt ihr das einfach mit jeglicher Schnittsoftware gut bearbeiten. Was nicht so gut gefällt, ist, wie schon mal erwähnt, mit den Kabeln, die Platzierung. Das könnte ein bisschen besser sein. Das Kabel könnt ihr, ist super abgeschirmt, aber ist ein bisschen steif. Ihr könnt zwar die Anleitungen rausmachen, aber da könnt ihr euch auch im Fachhandel natürlich auch jedes beliebige Komponentenkabel Anschlusskabel dafür hernehmen. Was aufgefallen ist manchmal, ist, es ist sehr erschütterungsempfindlich, das Kabel. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also die Übertragung zum Rechner ist sehr, das ist so ein bisschen die Schwachstelle. Wenn man zum Beispiel auf der Couch sitzt und läuft dann zum PC, will die Aufnahme starten, dann flackert manchmal das Bild am PC. Also ist mir auch aufgefallen. Ja. Was auch noch zu sagen ist, wenn man das Gerät einschaltet und dabei die Verbindung von USB zum PC schon steht, kommt meistens nicht direkt das Bild am PC, also in dem Aufnahmemonitor. Man muss meistens dann erstmal USB rausziehen, die Box anmachen, warten, bis die durchgeschleift ist und das Bild am Fernseher kommt, und dann USB reinstecken. Und dann kommt auch sofort das Bild, also in dem Aufnahmebildschirm, und dann kann man dann dort die Aufnahme starten. Die Dateigröße von den aufgenommenen HD-Videomaterial ist auch super, nur halt die zum Grenzen. Also es hat HD-Material. Ja, aber es halt der Codec ist schon super, nur zum Weiterbearbeiten ist es nicht so geeignet. Also man muss es dann, wenn man sehr viel Schneidarbeit drin hat, am besten wieder umkodieren. Als kleines zusätzliches Gimmick zum Video findet ihr im Anhang auch noch drei Testvideos. Ja. Kurze Zusammenschnitte von Aufnahmen. Da könnt von ihr der euch 360 und der Wii, da könnt ihr euch einfach selber ein bisschen Bild davon machen, wie das auf euren Rechnern dann aussieht. Dann seht ihr mal, wie das Bildmaterial in HD wirklich auf eurem lokalen Rechner aussieht. In eurem Gehirn. Und nicht immer über einen Videostream, wie ihr es im Moment kennt, via YouTube oder Dailymotion. Könnt ihr euch kleine Testvideos runterladen, und die Links zu dem Gerät und Zubehör findet ihr auch noch unten in den News. Unter diesem Video. Ja. Hoffentlich. Ja, hoffen wir. Bitrate ist auch noch variabel einstellbar. Ja. Von dem Video. Also von 1 Mbit bis maximal 13,5 Mbit hoch. Also wirklich die volle Datenmenge könnt ihr dann da reinhauen. Ja. Was wirklich, also updatet das Ding. Ich hatte nämlich mal zwischenzeitlich nach einem kleinen Update das Problem mit meiner Wii, dass das rote Videosignal puff weg war. Das heißt, ich hatte ein türkises Bild, was aber mit dem nächsten Patch, der dann, also Software-Update, weg war. Dann jetzt alles wunderbar wieder.
Ja. Zum Preis. Also der Preis? Es ist halt, es ist bisher das einzigste wirklich um simpel oder auch preisgünstig in dem Segment HD-Aufnahmen, also wie Videosignale aufzuzeichnen. Also ich habe meine Box für 170 Euro gekauft, nachdem ich sehr zufrieden mit dem Gerät war. Im Moment ist, glaube ich, der Preis bei 220. Das ja, ist schwer daran, zu kriegen. Das weil das Gerät schwer zu bekommen ist und nicht auf Lager ist. Ja. Ja, für Leute, die gerne HD aufnehmen wollen, aus Fernseher, aus sonstigen Eingangsquellen, ist das Gerät auf jeden Fall zu empfehlen. Das war Ramioli, das ist der Rip, das ist der Madcow und wir sagen Tschüss. Ciao. Können. Hier wird der IA Blaster eingesteckt, dann noch ein USB 2 Anschluss und der die 5 Volt Stromversorgung. So, dann jetzt zum Zubehör. Wie schon erwähnt, Anschlussmöglichkeiten an den Fernseher sind über das Komponentenkabel, 1,8 Meter insgesamt in der Länge, etwas steif und es ist ein Flachbanddesign, das heißt, es nimmt ein bisschen Platz weg, aber das macht nichts. Ihr könnt euch die einzelnen Adern rausziehen. Dann könnt ihr das flexibel verbinden. Angeschlossen wird es, wie gesagt, hier oben an den Out. Da geht ihr dann halt einfach vor. Jetzt stelle ich mich nicht blöd um an. Geht ihr einfach dann über, wie man es halt mit Cinch einsteckt. Geht ihr einfach der Reihe durch, steckt an. Die sind einzeln markiert. Also das ist ein Videokabel. Videorot und das ist Audiorot, also könnt ihr die auch nicht verwechseln. Wunderbar. So, das tun wir zur Seite. So, dann wie schon mal erwähnt, den IA Blaster. Das ist ein Feature, was viele Hauptaugegeräte bieten, dass man über diesen IA Blaster, den schließt man hier an und da ist ein kleiner Sender, Infrarotsender, den bringt man in die Nähe von einem Videorekorder oder Satellitenreceiver oder ähnlichem an. Und dann könnt ihr über die mitgelieferte Fernbedienung und der mitgelieferten Fernbedienung sind auch Batterien mitgeliefert, das ist auch immer sehr schön. Könnt ihr nämlich dann den Videorekorder, die einzelnen Kanäle durchschalten, so dass ihr nicht eine weitere Fernbedienung nehmen könnt, sondern das alles mit einer macht. Gut. Dann USB 2 Anschluss, auch mitgeliefert. Ist auch heutzutage kein Standard mehr unbedingt, wenn man sich mit Drucker anguckt. USB 2 Kabel, 1, ups. Der Knoten ist nicht mitgeliefert, den müsst ihr euch selber machen. 1,5 Meter in der Länge. Vielleicht etwas kurz, wenn man den Rechner nicht unbedingt in der Nähe des Fernsehers hat, dann müsst ihr darauf achten, wenn ihr Verlängerungen nehmt, dass ihr am besten eine nicht zu lange Verlängerung oder eine mit einem eingebauten Repeater. Geben wir euch vielleicht einen Link in den Shownotes. Wird wie gesagt hier angeschlossen mit einem USB-B-Anschluss hier und dann eben am Rechnerseite oder Mac oder was auch immer kommt es dann an den Rechner. Gut. So, 5 Volt Stromversorgung, weil heutzutage braucht alles Strom. Steckernetzteil mit kleinen Steckerverbund an der Steckdosenseite und dann eben einfach hier das Ganze rein. Gut. Das Ganze braucht natürlich auch irgendwie Software. Die ist natürlich auch mitgeliefert mit einer DVD und einer kleinen Anleitung, wie ihr das Ganze anzuschließen habt in mehreren Sprachen. Stopp, ist es mehrsprachig? Nein, ist nur Deutsch. Aber wir können ja alle Deutsch zum Glück. Sonst würdet ihr mich nicht verstehen. Okay, empfehlenswert ist allerdings, wenn ihr die installiert habt, dass ihr auch die Software updatet, damit ihr zusätzliche Features bekommt. Und jetzt noch kurz, damit ihr seht, was ihr eigentlich anschließt. Jetzt haben wir hier zum Beispiel der Xbox 360 mitgelieferte Anschlusskabel. Dann geht ihr dann einfach mit dem Komponentenkabel dann daher und geht in den Inneneingang. Zack. Und dann eben Audio, wie ihr seid. Und dann habt ihr das dann auch schon angeschlossen. Und das mitgelieferte andere Kabel schließt ihr oben an. Und ja, dann könnt ihr dann auch dann damit schon Codec. Der ist busy, nicht rechnerfreundlich beim Videoschnitt. Also da seid ihr gut beraten, wenn ihr eure HD-Aufnahmen zuvor in den HDV oder DV, je nachdem wie ihr es halt haben wollt, Format umkodiert und dann könnt ihr das einfach mit jeglicher Schnittsoftware gut bearbeiten. Was nicht so gut gefällt, ist, wie schon mal erwähnt, mit den Kabeln, die Platzierung. Das könnte ein bisschen besser sein. Das Kabel könnt ihr, ist super abgeschirmt, aber ist ein bisschen steif. Ihr könnt zwar die Anleitungen rausmachen, aber da könnt ihr euch auch im Fachhandel natürlich auch jedes beliebige Komponentenkabel
Anschlusskabel dafür hernehmen. Was aufgefallen ist manchmal, ist, es ist sehr erschütterungsempfindlich, das Kabel. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also die Übertragung zum Rechner ist sehr, das ist so ein bisschen die Schwachstelle. Wenn man zum Beispiel auf der Couch sitzt und läuft dann zum PC, will die Aufnahme starten, dann flackert manchmal das Bild am PC. Also ist mir auch aufgefallen. Ja. Was auch noch zu sagen ist, wenn man das Gerät einschaltet und dabei die Verbindung von USB zum PC schon steht, kommt meistens nicht direkt das Bild am PC, also in dem Aufnahmemonitor. Man muss meistens dann erstmal USB rausziehen, die Box anmachen, warten, bis die durchgeschleift ist und das Bild am Fernseher kommt und dann USB reinstecken. Und dann kommt auch sofort das Bild, also in dem Aufnahmebildschirm, und dann kann man dann dort die Aufnahme starten. Die Dateigröße von den aufgenommenen HD-Videomaterial ist auch super, nur halt die zum Grenzen. Also es hat ein HD-Material. Ja, aber es halt der Codec ist schon super, nur zum Weiterbearbeiten ist es nicht so geeignet. Also man muss es dann, wenn man sehr viel Schneidarbeit drin hat, am besten wieder umkodieren. Als kleines zusätzliches Gimmick zum Video findet ihr im Anhang auch noch drei Testvideos. Ja. Kurze Zusammenaufschnitte von. Hallo, hier ist wieder Ravioli mit einem neuen Produkttest zu der Aufnahme unserer Videos. Und das mache ich nicht, natürlich nicht alleine, sondern mit Madcow. Hi, ne? Hi. Ich hab dir was Schönes mitgebracht. Und zwar die HD WinTV HD PVR. Okay. Wenn ich diesen Produktnamen auch auf die Reihe kriege. Ja, das zeigen wir euch jetzt im kleinen Video. Ja, und der Madcow zeigt euch jetzt gleich mal die Anschlussmöglichkeiten und was das Teil alles so Gutes kann. In der Welt des HD-TV. Bis gleich. Bis gleich. Das ist der HD-Rekorder, das ganze Stück, mit seinen ganzen Anschlussmöglichkeiten. Dazu kommen wir jetzt gleich. Fangen wir vorne an mit den SD-Möglichkeiten. Stereo, Cinch-Eingang, Cinch-Videoeingang und S-Videoeingang. Hier haben wir einen Infrarotempfänger für die Fernbedienung, die mit beigeliefert ist. Das ist die hier. Dazu gehört dann auch noch, da kommen wir gleich dazu, noch ein weiteres Kabel, dann in einen Ausschalter. Weil muss man ja auch einen ausschalten können, das Gerät. Dann viel wichtiger ist die Rückseite. Da haben wir zum einen die Komponenteneingänge für unser HD-Signal, also ne, für JUF, und dann auch Cinch-Stereo-Eingang. Dann dasselbe, weil das sehr schön an dem Gerät ist, ihr schleift das Signal durch, ihr gebt es hier rein und ihr kriegt ein Komponentensignal auch gleichzeitig wieder raus. Das heißt, ihr müsst nicht das Kabel selber durchschleifen, sondern ihr geht einfach hier mit dem beigelieferten Kabel, geht ihr wieder an den Fernseher. Also hier kommt ihr mit eurer Wii, eurer 360, eurer PS3 oder eurem DVD, was auch immer, kommt ihr da rein und hier an den Fernseher. Dann habt ihr noch einen optischen Ausgang und Eingang, um auch 5:1 Audiosignale auf Zeichen loslegen. Okay. Gut, das Spiel könnt ihr vorne machen, aber das wisst ihr ja schon, da muss ich jetzt nichts groß zu erzählen. Vielleicht noch was erwähnenswert ist, ist, dass ausgerechnet das steife Kabel oben ist und man eher die Eingänge öfters mit durchschaltet, wenn ihr zwischen PS3, 360 oder Wii umstellt, dass ihr immer, dass oben das Kabel belegt euch etwas den Platz, um hier gut zu hantieren. Das hätte man vielleicht auch anders machen können, aber man kann sich über Switcher etc. damit auch behelfen. Ja, gut, dann kommen wir jetzt noch zu der Software. Die zeigen wir euch im anderen kleinen Video und dann seht ihr mich schon den RIP noch in einem kleinen Fazit. Das ist das Total Media Extreme Center von Axoft, was der Hardware mitgeliefert wurde. Ihr habt dort mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ihr könnt, wie gesagt, Videos aufzeichnen, abspielen, DVDs erstellen oder auch konvertieren. Das ist das Capture-Modul. Das ist das Hauptbestandteil, was ihr eigentlich benötigt, um die Videos aufzeichnen zu können. Ihr habt dort verschiedene Auswahlmöglichkeiten, voreingestellte Formate für die PlayStation 3, Xbox 360 und ein AVC-HD-Format. Hier ist dann noch der Konverter, mit dem könnt ihr euch die Endprodukte noch in passendere Formate zuschneiden, für iPod, Zoom etc. Weitere Features könnt ihr natürlich selber erproben, die zahlreich sind, und damit jetzt auf ins Fazit. Das Ding ist nicht ganz perfekt. Es ist nahezu perfekt, aber es ist nicht ganz perfekt. Wir sind aber mit dem Gerät sehr zufrieden. Ja, also HD-Aufnahmen laufen damit wirklich sehr gut. Die Wiedergabe läuft auch super, aber die Bearbeitung oder Weiterbearbeitung der Videos ist nicht ganz so einfach, sondern es liegt an dem Codec. Ja, das ist so ein AVC-HD-Codec.